Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Let's Play Together Starbound. Mit dabei wieder zu meiner Rechten der Matexus. Hallo Matexus. Ja, hallo Mia Maniac und hallo auch wieder Zuschauer. Wow. So, wir sind hier auf einem Wüstenplaneten außerhalb unseres Sonnensystems und buddeln uns durch den Untergrund auf der Suche nach Rohstoffen. Eisen, ja. Wir suchen erstmal Eisen und ich habe momentan jetzt 106 in meinem Inventar. Ich nur 35. Aber wir suchen ja auch noch Titan, ne? Ja. Aber und Titan. Hier unten sehe ich übrigens noch eine Kiste. Ich habe ja versprochen, die nächste dir zu überlassen. Aber hier unten sind auch Monster, solltest du wissen. Ja. Ich mach einfach so. Ja, du hast ja noch eine Knarre gefunden. Mhm. Wolltest du auch noch sagen, glaube ich. Was hat der denn hier verloren? Cell Materia, okay. So, dann öffne doch mal die Kiste. Mal die Kiste. Ach, nee, was ist das? Ja, ich nehme mir das mal. Einmal das hier, das kann ich auch gebrauchen. Das sind Bandagen. Das hier sind Copper Ohr, viermal. Sehr gut. Was kann man gebrauchen? Genau, nimm die Kiste doch auch gleich mal mit, dann haben wir noch was für uns. Genau, wollte ich gerade sagen. Lagerhäuschen. Ach, guck mal. Moment. Siehst du das? Auf dem, nee. auf dem See hier ist der, also der Ölfilm, der schwimmt oben. Ich komme, Moment. Sogar daran haben die gedacht, ey. Ach, guck an, cool. Ich habe mir gerade eine neue Waffe geholt oder gefunden. Ah. Chia Li Ravenforcer. Okay. Ohne Knarre? Cool. Ja, ich guck mal, was das für eine ist. Ich hoffe, die ist gut. Na, die schießt genauso schnell wie meine. Ja, klingt aber doof. Ist egal. Oh, hier unten ist wieder irgendwas, irgendeine Struktur. Ja. Ich leuchte mal rein. Oh, hier schläft jemand. Warte mal, kann ich da vielleicht schon mal Fackel reinbauen? Oh, das ist ein Roboter. Meinst du, der ist feindlich? Meinst du so ähnlich wie alle anderen vorher? Ich weiß nicht, warte mal. Bevor wir schießen, erstmal. Erst reden, dann schießen. Ja. Weil manchmal gibt es auch Händler, die einem dann Zeug verkaufen. Tut er was? Nee. Reminder: Destroying merchandise is discouraged. Das ist tatsächlich ein Händler. Das ist ein Händler hier. Cool. Erotic Fusion Slicer. Okay, Kellogg's Fusion Stabber. Ah, cool, der verkauft hier irgendwelche Alien Tentacle. Ach, bei dem kann man auch Sachen verkaufen. Guck mal an. Ah, ja. Da können wir unseren Scheiß loswerden. Ja, haben wir denn überhaupt Scheiß? Weiß ich nicht. Wreck Protector, hier so ein Schild. Ein Glitch-Test. Ah, aber ich glaube, der kauft einem das, aber das ist alles nichts wert, was ich hier habe. Ich kauf mal den Schreibtisch für unsere Bude. Ich habe ein Green Stimpack Pack auf Green Liquid, dafür will ich 900 kriegen. Bomben gibt er mir 200. Verkauf das hier mal. 45 Iron Ore für 700. Ja, bitte. Ja, und natürlich die ganzen Steine hier, die man bei ihm nicht los, da kriegt man nichts für. Möbel, ja, sowas könnte man natürlich herstellen hier und Plasma-Disk habe ich hier. Was ist das denn hier? Ah, ja. Das ist mal ein bisschen was, aber... ein Assault-Rifle, cool. Glitch-Desk, a nicely wooden desk. Ja, da habe ich mir mal eingekauft. Rotic Void Hua. Void Hua. Ah, ich bin ja nackt. Image. Kulemon. Okay. Komische Dinge hier. Damage per Swing. Kann sein, dass sie hier den Schaden deutlich reduziert haben? Vielleicht. Das ist gut möglich. Hier gibt's Current Corn. Das ist so ein Säuregetreide hier. Oh. Oder Mais ist es eigentlich. Säure-Mais. Hier kann man so eine fette Wumme kaufen. Handed. Necrolics Talon Plugger. Ja, interessant, was er hier alles verkauft.
Ja, glaube ich, brauchen wir alles nicht. Ich buddel mal links weiter. Oh, Tür zugemacht. Kann man sein Bild benutzen? Kann man. Oh, das ist hübsche Unterhosen. Gelb. Ja. Möchte der jetzt auch hier raus? Weil er so erwartungsvoll an der Tür steht. Na, guck mal, da links geht's ja weiter. Ja. Oh, hier kann man wieder tief fallen. Das ist gefährlich. Naja, wobei, geht. Hier ist so ein Ding, das man auslösen kann, ne? Ich mach's mal. Ah, nee, nee, das ist nur zum Abbauen. Links, das kann man auslösen. Genau. Oh, hier ist wieder Eisen. Sehr gut. Oh, hier liegt. Ist das hier eine. Oh, hier unten ist schon wieder eine Struktur. Wow. Ich hab hier. Oh, war das ein Napalm? Löst, ja. Spring ins Wasser, rechts ist Wasser, rechts ist Wasser. Ah ja. Achso, du brennst nicht mehr, okay. Ich brenn nicht mehr. Aha. Naja, ich bin der. Naja, risikofreudigere von uns beiden, ja. Hab ich schon gemerkt, ja. Ja. Cool, dann Titan wäre jetzt echt mal nicht schlecht. Guck mal, hier ist. Alter, ist das riesig! Siehst du das hier unten? Hier unten, ne, ja. Okay. Warte mal, lass mal die Sachen ausprobieren, bevor wir abbauen. Ja. Wow, das sind so Arcade-Dinger. Mhm. Ja, da kann man nichts ausprobieren. Nicht? Nee. Ja. Na gut. Nehmen wir den Scheiß mal mit. Oh, die Leuchten hier sind auch cool. Die Leuchten, die sind cool, ne? Ja. Lass uns doch mal die Wände im Hintergrund abbauen. Die sind nämlich auch cool. Oh, das ist Metall, ist das. Da kann man das ja einschmelzen. Ja, denke ich doch, oder? Was denkst du? Kann man bestimmt neue Wände draus machen. Oh, hier sehe ich auch schon wieder Eisen im Boden. Sehr schön. Schlecht hier. Was haben wir da noch? Ist noch was mit Metal Bar? Oh, Hightech-Block habe ich abgebaut. Hightech-Block? Ah ja, die sehe ich hier oben auch. Das ist ja nicht schlecht. Cool. Aber Hightech, so einfach kann man Hightech abbauen, ja. Ja, wenn wir da jetzt die Hacken hätten, kämen wir davon noch ein bisschen schneller ran, ne? Ich habe noch eine, aber ich weiß nicht, ob ich die noch. Die ist ja auch schon fast kaputt. Ja, besser ist, wenn du die für was Sinnvolles aufbewahrst. Ja. Oh, hier geht's noch weiter. Mhm. Hier unter uns ist noch Eisen gewesen. Ja, da können wir ja vielleicht hier irgendwie ran. Achso, direkt unter uns. Mhm. Ach, hier sind sich schon wieder Viecher. Aber das ist wieder so ein Augenvieh, glaube ich, ne? Ja, ist so ein Augenvieh. Naja, das tut ja nichts. Nee. Hoffe ich. Ah, hier sind noch mehr Augenviecher. Oh ja, hier unten. Jetzt kann man weitergehen, wenn man will. Oh, da oben sind da schon oben. Wieder so. Ja, ich hab's gesehen. Ups, nein. Nicht gut. Na gut. Alter, hier unten. Was ist da? Schon wieder eine Struktur. Aber guck erstmal da oben. Ja. Ja, da ist ja nur die eine oder andere Vase, die man da mitnehmen kann. Oh, da sind mal wirklich mehrere Vasen. Clay und Pixel. Ja, das lohnt sich kaum, denke ich mal. Oh, oh, hier unten sind Skorpione. Hm. Muss mal wieder ein Risotto essen. Ich lass die mal ersaufen hier unten. Huch. Ich bin genau richtig gefallen. Oh. Wow, 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 oh, wow, was passiert? Wow.
Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot und ich bin vermutlich jetzt genau. Wow. Meine Güte. Huch. Was war das gerade? Ah, ich habe eine Knarre. Oh, meine Güte, das war knapp. Ja, da waren diese Zacken, durch die ich gelatscht bin. Ja. Mal, hier unten sind Skorpione, pass mal auf, ne? Lebensenergie, ja. Ah, man kann die Fackeln ausmachen. So, wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, ich mach das mal hier. Da! Ah! Oh. Ah. Was ist denn das? Das sind wieder so Särge. Ach, Särge, ja. Ach, da war eine Hacke drin, cool. Naja. Ach so, du hast den Sarg geöffnet. Mhm. Da war eine Hacke drin. Warte mal, dann sollte ich den vielleicht auch mal hier irgendwo hinsetzen und öffnen. Ich glaube, ich habe den einfach mitgenommen. Hier. Ich stell den da mal hin. Nö, da ist nichts drin. Hier ist noch Eisen. Habe ich ja den Inhalt mitgenommen. Big Ape HDTV habe ich mitgenommen. Open Avian 2. Storage ist das alles. So. Ja, ist alles leer. Aber irgendwie Titan scheint es hier nicht zu geben. Ja, das ist. Oder ist es noch weiter unten? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Könnte sein, aber. Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Stein? Sandstein, oder? Temple Bricks. Ah, Temple Bricks, okay. Ja. So, hier geht's weiter, Achtung. Oh ja. Oh. Oh Gott. Ich bohr da mal was. Ja, ich mach auch mal. Vorsichtshalber. So. Ja, da wären wir tief gefallen. Das denke ich auch. Ah. Sonst meine Spitzhacke hier auch gleich im Arsch. Nehmen wir nochmal das Eisen mit. Genau. Und Kupfer hier. Okay. Kupfer. Dann mal die nächste. Oh, ich habe eine Platin-Spitzhacke war da drin. Ah. Ich habe wieder eine Kiste gefunden. Ne, die waren in einem Sarg. Ach so. Ja, ich habe dort schon mal die erste Plattform gebaut. Wow, das war knapp. Ich brauche noch ein paar Fackeln hier. Oh, hier ist ganz viel Eisen an der Wand. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, ist das viel. Ach du Scheiße, ist das viel. Das ist ja gut. Brauchen wir. Das ist ja richtig viel. Mann, ich hab nichts dabei, außer so einem doofen Ding hier. Kann ich mir irgendwas craften? Nein, kann ich nicht. Da bräuchtest du halt ein Crafting-Table, dann könntest du dir das wahrscheinlich basteln. Ja, den ich nicht habe, genau. Aber du kannst dir doch ein Crafting-Table craften, oder? Wow! Oh nein. Die famous last words. Oh. Ja. Ja, ist ungünstig, sag ich mal. Guck mal. Also Eisen haben wir jetzt glaube ich genug, ich habe 219. Aber so ein bisschen Titan wäre halt noch ganz geil gewesen. 39 habe ich. Wie viel brauchen wir? Ich weiß es nicht. Alter, geht das hier tief runter. Prepared Titanium Armor. Steering Spoon. For me drinking, bla bla. Ja, für den Löffel brauchten wir Stahl. Ja. Aber für die Titan. Alter, geht das hier tief runter? Ich guck mal, ob ich auf dem Planeten. Ich bin nicht auf unserem Heimatplaneten? Ich glaube. Ich guck mal. Okay, hier ist der Boden. Ich geh mal in unser Haus und gucke mal nach, was wir brauchen. Genau. Was ist in unser Haus? War Titan jetzt wirklich ein Rohstoff? Zum Abbauen, oder?
Weil mich wundert das echt, dass wir hier nicht, noch nichts gefunden haben. Ja. Nicht mal eins. Es gibt neue Tiere auf diesem Planeten hier. Oh, hier ist ein Viech. Ich bezweifle, dass ich hier auf unserem Heimatplaneten bin. Ah doch, jetzt sehe ich gerade. Ich komme. Wow, hier haben wir ganz neue Tiere. Ja? Cool. Ja. Ich weiß nicht, ob die so cool sind. Wie tief das... Nee, das hier ist aber auch nicht Titan. Ich guck hier noch mal ein bisschen. Ja, guck hier noch mal ein bisschen. Ich guck mal, was wir brauchen für diesen Spoon. Also das müssten wir schon haben, glaube ich. Wo war der zu finden? Achso, nee, mussten wir nicht erst irgendwie so eine... Irgendwie so eine Station irgendwas bauen? Ja, warte mal. Smooth Panel made of Titanium. Ich geh mal hier gucken bei unserem Eisenkocher da hinten. Iron Bar. Warte mal. Steel. Für Steel brauchen wir Iron und Copper Bars. Und aus dem Steel können wir dann diesen Dingens herstellen, diesen Löffel. Ne? Lass mich. So, mache ich jetzt mal. So, jetzt stelle ich Stahl her. Fünfmal habe ich jetzt Stahl hergestellt. So, jetzt gucke ich mal nach dem Löffel. Ist der jetzt hier sein? Oh, ich habe wieder eine Struktur gefunden. Oh, wir können jetzt hier Getriebe herstellen. Getriebe? Oh, cool. Können wir dann noch weiter reisen, oder? Ne, hier, Copper Gearblock. So ein Getriebe. Alter, was ist das denn hier? Ich habe hier eine Kammer mit Überwachungskameras gefunden. Okay. Ach du Scheiße. Steel Platform, Smooth Metal, Copper Crate, Lunar Base, Tralala, Iron Chair, Steel Chair. Schau mir das hier mal an. Ich komme gleich wieder zu dir, wenn du da. So, ich finde es. Ich finde jetzt gerade nicht diesen Löffel. Wo ist denn der Löffel? Okay, die Überwachungskamera scheint aber nichts zu machen. Ich nehme die mal mit. Ja. Alter, was hier alles für ein geiler Scheiß ist. Was ist das denn hier? Oh cool, ein Folterbett. Lunar Base Console. Sneak Control Console. Copper Warshelf. Müsste, war das hier nicht irgendwie so ein, wo war denn dieser Löffel zu finden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wir konnten den doch irgendwo herstellen, oder nicht? Mhm, das schon. Ja. Ah, ich glaube hier. Nee, das sind Waffen. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz genau jetzt gerade, aber wir gucken mal weiter. Iron Block, so. Hunting Knife. Ach, ist doch verrückt. Ich gehe mal zum Küchentisch. Oh, hier sind ganz viele komische Viecher. Ah ja. Ja, ich brauche hier mal was hin. Aua. Ich komme zu dir, aber lass mich mal hinten was bauen. So. Ja, hier raus. Was ist denn hier? Oh. Da sind noch Tiere bei uns vor der Tür. Ich kann ein Meta-Manipulator-Modul craften. Oh, das ist ja cool. Das hat ein Viech dabei gehabt. Ach so. So, ich gehe mal hier raus. So, jetzt müsste ich doch eigentlich zu dir beamen können. Auf mein Schiff zumindest, ja. Ja, zu deinem Schiff. So, das mache ich doch jetzt mal. Hier ist ein Haustier. Kann ich dem Risotto geben?
offenbar willst du es nicht haben. So, und dann beam ich mich jetzt hier runter. Beam down. Genau. Aua. Dann finde ich dich hoffentlich gleich wieder. Ja, aber mittlerweile. So. Ach, hier ist ja noch ganz viel Eisen, sehe ich gerade. Learn to craft Neat Welder's Helmet. Oh, cool. Handy Space Helmet kann ich jetzt auch craften. Cool. So, machen wir die Pickaxe noch kurz leer. Climbing Rope habe ich gefunden, Pixel und noch ein Climbing Rope. Nicht schlecht. So, also ich glaube, Eisen sollten wir jetzt wirklich genug haben. Kommst du wieder rauf oder soll ich dir entgegenkommen? Ich würde hier nur mal ganz kurz... Ja, ich komme wohl runter. ...bisschen noch gucken. Geil, mich hier runter. Stirb! Wow, hier sind komische Monster. Also irgendwie sind hier viele Monster. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, wenn man nicht mit denen rechnet. Habe ich einen harten Monsterplate. Ah ja, interessant. Die schießen alle so dämlich. Au. Also ich muss mal sagen, beim letzten Update haben sie nicht an neuen kuriosen Gegenständen gespart. Nee. Das finde ich sehr schön. Neue Monster gibt's ja auch zuhauf. Und gleich bin ich tot. Ich bin tot. Oh nein. Jo. Ich sagte, die haben nicht an neuen Monstern gespart. Wow, ich habe die Hälfte meiner Pixel verloren. Jetzt habe ich nur noch 904. Hatte 1800. Und wenn ich da ja schon mal gestorben bin, hatte ich dann 3600. Ach, ist das ärgerlich. Doof, den zu treffen, oder was? Wahnsinn. Ich komme mal auf dein Schiff und ich glaube, es ist langsam Zeit, dass du da auch mal hinkommst. Genau, das Problem ist, ich kann mich hier nicht mehr hochbeamen. Tja. Dann müsste ich laufen. Also ich gucke hier nochmal kurz den Gang runter und dann... Ja. Wenn hier nichts ist. Mal. Ach, hier ist nochmal Eisen, das ist schön. Wie tief das hier auch immer runter geht. Ja. So, ich nehme noch kurz das Eisen mit. Ich hoffe, ich finde die überhaupt wieder hoch. Ja. Ansonsten müssen wir getrennt voneinander musizieren. Na, ich bin gleich in deinem... Ich bin in deinem, Raumschiff. Okay. Ja. So. Jetzt schaue ich nur noch einmal... Bist du schon wieder, an der Oberfläche? Nee, um Gottes Willen. Ich habe hier noch Eisen mitgenommen. Achso. So, ich will hier nur noch kurz einmal ausleuchten. Soll ich runterkommen zu dir? Ich kann auch runterkommen. Ja, okay, dann komm mal runter, genau. Dann gucke ich hier noch ein bisschen. Mhm. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas Interessantes. Hier ist zumindest wieder Sand. Ich komme in deine Richtung, hier ist ein rotes Licht. Das ist wahrscheinlich der die Sonne hier. Der Stern, der hier rot leuchtet. Ja. Ich denke mal. Wollen wir uns hier in der Hütte treffen, oder? Was ist das denn? Wo bist du? Bist du jetzt unten? Ich hab hier unten einen Dschungel gefunden. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Ah, du bist immer noch da unten. Ich bin immer noch da unten, ja. Bist du tiefer gegangen oder eher nach oben? Ich bin tiefer. Ja, das will ich mir noch ganz kurz angucken hier. Ja, ich komme da gerne rüber, aber hier war natürlich jetzt vorhin Monster und nicht zu knapp. So, hier ist noch Eisen. Ja genau, tingel doch mal runter. Vielleicht gibt's ja, das sind aber ganz schön viele Monster, wie ich schon sagte. Und die Knarre ist auch nicht die beste hier. Da kann man besser mit einer Nahkampfwaffe campen. Na gut, mit der Knarre kannst du halt dein Schild noch aufnehmen. Achso, na, das habe ich gerade nicht gemacht. Das wäre natürlich eine Idee. Warum? Hä, warum ist das hier grün? Warum wachsen hier Pflanzen unter der Erde? Was ist das hier? Plant Matter. Das ist ja cool. Ein neuer Block aus
Pflanzen. Was ist das hier? So, dann komme ich mal. Oh Mann, wie sind wir denn gegangen? Wir sind doch hier durch diese... Wie sind wir denn gegangen? Das ist ja jetzt total schwierig, dich zu finden, glaube ich. Ich habe Diamanten gefunden. Oh, das ist natürlich cool. Immer der Fackel nach. Das sagst du so einfach. Sehr gut, 5 Diamanten. Nein, mein Schild ist gebrochen. Oh. Nee, gar nicht wahr. Es war nur meine Verteidigung, die ihn ja geschlagen hat, glaube ich. Ja. Oh, ach so, nee, ich hatte eine Dingens, eine Fehlzündung hier. Ich hatte. Oh Mann, ey, hier sind so viele Monster. Du sagst einfach, komm runter zu mir. Das ist natürlich. Ja, gut, ich hätte beim Hochkommen wahrscheinlich dieselben Probleme. Ja, ich bin jetzt wieder gestorben. Also ich warte darauf, dass du hochkommst und ich hole schon mal mein Gerät aus der. Also meine. Oh, wei, das kann jetzt, glaube ich, echt dauern. Ich bin ziemlich tief. Oh, oh, oh. Alternativ kannst du natürlich auch sterben. Ich habe so viel Gold verloren oder Pixel. Ist gar nicht zu beschreiben. Ich glaube wirklich, wir müssen getrennt voneinander musizieren, weil. Bis ich hier hochkomme. Das kann dauern. Ach, okay. Oder ich sterbe jetzt gleich, weil hier ein Monster ist. Das ist alternativ natürlich auch möglich. Au! Nein, nicht mit mir. So. Na gut. Dann würde ich sagen, packe ich jetzt einfach mal meine Mundharmonika aus. Ja. Vielleicht können wir ja trotzdem parallel spielen, auch wenn wir nicht zusammenstehen. Ja, spielen wir doch mal. Können wir mal ausprobieren. Was spielen wir denn? Für Elise. Für Elise. Okay. Jo, dann war es das wieder für diese Folge. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Wenn es der Fall ist, wie immer gerne ein Däumchen nach oben, ein Kommentar oder ein Abo, wenn nicht vorhanden. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald und Servus. Genau, tschüss. Do 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 do